für mich Respekt, ja, keine Ahnung, für mich ist Respekt so, wie ich selbst auch behandelt werden möchte. Wie ich mit jemandem rede, wie ich mit ihm umgehe. Ja, das ist für mich Respekt. Ich habe einen Stiefbruder, mit dem war ich einmal auf so einer Kerb gewesen. Und ja, da war, glaube ich, auch ein eher ausländerfeindlicher Typ. Der hat dann auch Neger zu ihm gesagt. Und ja, das finde ich dann halt nicht so toll. Weil ich halt auch, wie gesagt, das ist mein Stiefbruder. Man sollte jeden Menschen so behandeln, wie man auch selbst behandelt werden möchte. Ich meine, wenn wir ins Ausland fahren, so ein Urlaub, da sind wir auch im Ausländer und da wollen wir auch ordentlich behandelt werden. Ich habe zu diesem Zeitpunkt bei Hansa Rostock gespielt. Wir hatten ein Pokalspiel gegen Schalke 04. Da spielt der Gerald Asamoah. Da hat er das 1:0 geschossen für Schalke. Und daraufhin haben die Fans den ein bisschen verspottet mit Affe-Rufen oder mit Gestiken oder mit, ja, fanden wir als Spieler damals auch nicht toll. Weil wir haben das ja auch mitbekommen oder gehört, dass sie ihn halt auch gemeint haben. Und sowas gehört halt nicht in Sport oder überhaupt nicht dazu. Also ich denke, auf dem Fußballplatz muss es auch ein bisschen hart zur Sache gehen. Denn ich meine, da geht es um Punkte und um Erfolg. Aber ich denke, man muss halt das alles in einem gewissen Rahmen halten, dass der Respekt voreinander schon vorhanden ist. Dass man nicht einen verletzen will oder dass man jemanden von seiner Herkunft her beleidigt oder sowas.